Hallo liebe Leute, willkommen zu Star Citizen. Heute testen wir die Cutlass Black Tarantula. Dazu habe ich fünfmal die Tarantula GT 870 MK2 an die Cutlass Black geschraubt. Das ist eine mittelgroße ballistische Zeiss-2-Waffe, die wir jetzt in einem kleinen Drohnensim mal testen werden. Bis gleich. So, Welle 7. Ich habe mal etwas vorgespult. Jetzt wird es sicherlich etwas interessanter. Schauen wir mal, wie durchschlagskräftig die Tarantula MK2 ist. War doch schon mal gar nicht so schlecht. Sehr hohe Durchschlagskraft, meiner Meinung nach. Gerade auf naher Distanz unglaublich hart. Auf mittlerer Entfernung ist es auch noch gut möglich, mit dieser Waffe einiges abzuschießen, aber auf Distanzen über 2000 Meter wird es wirklich haarig. Doch bisher, der Gesamteindruck ist wirklich sehr gut.
So, da sind wir wieder. Und ich hoffe, ich konnte euch etwas von der Tarantula zeigen. Meiner Meinung nach eine doch sehr positive ballistische Waffe. Ich würde mich über ein paar Kommentare von euch freuen. Und bis bald, bis zu meinem nächsten Video sage ich Tschüss.